Willkommen zu Extra 3. Es ist ein historischer Tag, meine Damen und Herren. Ab heute müssen wir uns unsere Witze wieder selber ausdenken. Donald Trump ist Geschichte und seit er bei Twitter gesperrt ist, hört man auch gar nichts mehr von ihm. Ich vermute ja, er hat in den vergangenen Tagen sehr, sehr viele Post-its vollgeschrieben. Die Spätfolgen der Ära Trump werden den USA noch lange zu schaffen machen. Auf den letzten Metern hat er ja noch viele Kriminelle begnadigt, mit denen er befreundet war. Andere hat er hinrichten lassen, mit denen er nicht befreundet war. Im Weißen Haus hängt vermutlich noch so viel Haarspray in der Luft, dass Joe Biden dort bis Mitte August keine Kerze anzünden darf. Aber seit 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit sind Joe Biden und Kamala Harris vereidigt. Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten, ein 78-jähriger Hoffnungsträger. Ein Mann des Aufbruchs, der die meisten der 45 Präsidenten vor ihm persönlich miterlebt hat. Biden will keine Minute verlieren und das ist richtig, denn genau weiß man ja nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Er will noch heute wichtige Entscheidungen von Donald Trump rückgängig machen. Zum Beispiel dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Damit hätte Biden schon am ersten Tag mehr sinnvolle Dinge gemacht als Trump in seinem ganzen Leben. Die Amtseinführung war ja für amerikanische Verhältnisse eher karg wegen Corona, ja, aber Glamour hatte das Ganze trotzdem. Allein Lady Gaga mit der Nationalhymne hat alles rausgerissen. Ja, das kann man sich bei uns eher nicht vorstellen, dass da nach der Bundestagswahl im Herbst bei der Vereidigung des Kanzlers oder der Kanzlerin im Bundestag Herbert Grönemeyer die deutsche Nationalhymne singt. Einigkeit und Recht und Freiheit. Und alle sagen, interessant, aber warum singt er auf Tschechisch? Donald Trump war heute natürlich nicht dabei bei dieser Zeremonie. Der ist bereits heute Morgen abgedüst nach Florida. Aber Trumps Fans sind natürlich immer noch da. Und noch vor zwei Wochen hat Trump ihnen Folgendes zugerufen. An alle meine wunderbaren Anhänger. Ich weiß, ihr seid enttäuscht. Aber ich will auch, dass ihr wisst, unsere unglaubliche Reise hat gerade erst begonnen. Ich hätte ja so eine Idee, wo diese unglaubliche Reise hingehen könnte. Es war doch schon lange kein Amerikaner mehr auf dem Mond. Oder? Die USA bleiben natürlich ein extrem zerrissenes Land. Am Bürgerkrieg ist das Land bislang vorbeigeschrammt, muss man sagen. Aber beim Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol war es doch sehr, sehr knapp. Immer noch sind viele Amerikaner und Amerikanerinnen davon überzeugt, diese Wahl sei gestohlen worden. Das macht mich wahnsinnig. Ganz besonders, wenn jetzt Joe Biden an die Macht kommt und sagt, wir nehmen euch die Waffen weg, Abtreibung wird erlaubt, es gibt ein staatliches Gesundheitssystem. All das ist nicht meine Idee vom amerikanischen Traum. Das ist nicht mehr mein amerikanischer Traum. Gesundheitsversorgung für alle, selbstbestimmte Frauen und gegenseitig erschießen dürfen wir uns auch nicht mehr, oder was? Das ist doch kein Leben. Also auch um diese Menschen geht es, wenn Biden das Land einen und versöhnen will. Ich wünsche viel Erfolg, von Herzen. Es ist keine leichte Zeit, um amerikanischer Präsident zu sein, zumal den Job ja seit 4 Jahren niemand mehr gemacht hat. Vielleicht hilft ein kleiner Mutmachsong von Dennis Kaub und Jesko Friedrich. USA! Der neue US-Präsident Joe Biden ist um seinen Job nicht zu beneiden. Amerika kann sich grad nicht leiden, kloppt sich mit sich selbst, bis einer heult. Oh mein Gott, Amerikaner, 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 so gespalten dieses Land. Seht ihr nicht, die ganze Welt lacht über die Weltmacht und dieser Held sagt, so fahren wir alles an die Wand. Es wird noch ganz schön heiß für diesen Tata-Kreis, denn dieser Typ glaubt noch an seinen Sieg, gerne auch mit Bürgerkrieg. Oh mein Gott, Amerikaner, Amerikaner, Amerikaner. I don't like Covid, Covid. I don't like Covid, Covid. Waffennarren brauchen keine Fakten. Cowboys. Nur Glauben und nen Hut mit Hörnern dran. USA! Ein paar von links zählt auch zu den Beknackten. Viel Spaß noch beim Versöhnen, halt dich ran. Viel Glück, Amerikaner, Amerikaner, Amerikaner. Reißt euch bitte mal zusammen, weil man Dinge wie den Klimawandel sonst nicht lösen kann.
Und was gibt es Neues in Deutschland? Es war wieder mal eine Marathonsitzung beim Bund-Länder-Treffen gestern. Es war wieder mal eine schwere Geburt. Die Kanzlerin soll zwischendurch auf 180 gewesen sein, heißt es. Das immerhin ist was Neues, die hat sonst einen Ruhepuls von 30. Aber klar, das Stresslevel steigt, worauf man sich einigen konnte. Die aktuellen Maßnahmen gelten bis zum 14. Februar und werden auch noch mal nachgeschärft. Die Schulen bleiben auf jeden Fall bis Mitte Februar geschlossen. Ich habe mich inzwischen schon daran gewöhnt, Unterricht zu Hause. Ich habe auch schon seit Dezember das Bad nicht mehr geputzt und das Warmwasser abgestellt, um möglichst authentische Lernbedingungen herzustellen. Bundesweite nächtliche Ausgangssperren gibt es vorerst nicht. Das war ja befürchtet worden. Ich habe mich gefragt, für wen hätten die denn gelten sollen bei diesen Temperaturen? Für Eisbären und Pinguine oder was? Ich habe eigentlich gedacht, die greifen jetzt wirklich mal knallhart durch, was das Thema Großraumbüros angeht. Und was wurde beschlossen? Homeoffice soll überall dort umgesetzt werden, wo es möglich ist. Ich finde, es klingt ein bisschen windelweich. Ja? Und wieso ist es nicht längst schon umgesetzt da, wo es möglich ist, wenn es doch möglich ist? Außerdem soll jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten eine Pflicht für FFP2-Masken bzw. OP-Masken gelten. Das ist bislang nur in Bayern der Fall gewesen. Das bedeutet, dass viele jetzt vor der schwierigen Entscheidung stehen, was kaufe ich, PlayStation 5 oder FFP2-Maske? Am besten wäre es natürlich, es ginge mit den Impfungen schneller voran. Aber es fehlt noch Impfstoff, es gibt Lieferschwierigkeiten. Und auch mit der Terminvergabe haben viele noch Probleme, wie dieser Herr, der eine rätselhafte SMS erhalten hat. Bitte aktivieren Sie Ihren Impflisteneintrag, indem Sie folgenden Link, weiß nicht, was das ist, öffnen, http://www.impf.vt546ic8alsk. Das ist für mich so gut wie Chinesisch. Nein, ich glaube inzwischen genau das ist der Plan. Das ist der Trick, um Corona zu besiegen. Nicht der Impfstoff, nein. Einfach die Leute mit dem Thema Impfstoff so lange zu Hause beschäftigen, ja, mit irgendwelchen SMS, mit Warteschleifen, dass niemand mehr rausgeht und niemand mehr irgendjemanden treffen kann. Von einem besonders skurrilen Fall kann unser Autor Jens Barkhorn berichten. Der reale Corona-Irrsinn. Guten Tag, Herr Seib. Na, wo drückt denn der Schuh? Sie machen ja so ein sorgenvolles Gesicht. Meine beiden Eltern sind 81 Jahre alt und die wissen ehrlich gesagt noch nichts über ihren eigenen Impftermin. Das heißt, mein Vater und meine Mutter informieren sich eigentlich immer aus den Medien, lesen die Zeitungen, hören Radio, sehen Fernsehen. Und die wissen zu ihrem eigenen Impftermin ehrlich gesagt noch null. Ach, und das, obwohl eigentlich alle Niedersachsen über 80 ein Infoschreiben bekommen sollten. Es hakt, weil das Gesundheitsministerium einen Versanddienstleister beauftragen wollte, um die über 80-Jährigen anzuschreiben. Nur leider durften die Daten nicht weitergegeben werden, laut niedersächsischem Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz. Tja. Der Punkt, der mich am meisten ärgert, dass das Gesundheitsministerium zwar die Möglichkeit geprüft hat, eine durchaus mögliche Einzelabfrage der Daten bei den Einwohnerämtern irgendwie durchführen zu lassen, das aber wieder verworfen hat aufgrund der Tatsache, dass es halt einen gewissen bürokratischen Aufwand irgendwie erfordert. Und das habe ich ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, für mich eins zu eins übersetzt in Form von, das ist uns einfach zu anstrengend. Man hatte im Ministerium ja auch eine viel bessere Idee. Einfach die Adressdatenbank der Deutschen Post nutzen. Für nur 28.000 Euro. Problem gelöst. Naja, nicht ganz, ehrlich gesagt, weil diese Adressdaten ja vielleicht die Adressen, die richtigen Adressen enthalten, aber wahrscheinlich nur sehr rudimentär Angaben auch zum Alter. Und ich habe mit meinem Vater gesprochen, der kann sich nicht daran erinnern, dass er der Deutschen Post mal sein Alter verraten hat. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass das eine sehr löchrige Angelegenheit sein wird. Nee, denn auch dafür hat das Gesundheitsministerium eine kreative Lösung parat. So werden statistische Daten zum Schätzalter auf Vornamensbasis, jedoch ohne Personenbezug, herangezogen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die richtigen Empfängerinnen und Empfänger zu erreichen. Heißt also, ein 80-jähriger Siegfried hat wohl ziemlich gute Chancen, die Informationen zu bekommen. Eine 80-jährige Chantal hingegen wahrscheinlich nicht so.
Aber dafür könnte möglicherweise ein 8-jähriger Friedrich Post für den Impftermin bekommen. Und wie stehen die Chancen bei Ihren Eltern, Herr Seib? Also bei meinen Eltern, meine Eltern heißen Peter und Elke. Und bei meinen Eltern die Chancen, dass die Post bekommen oder dass da das Alter aufgrund des Vornamens richtig geraten wird, sehe ich ehrlich gesagt bei null. Moment, das Gesundheitsministerium hatte ja nun noch eine tolle Idee, um sicherzugehen, dass alle Menschen über 80 Post bekommen. Jetzt sollen die Kommunen in die Melderegister schauen und die Bürger zusätzlich anschreiben. So dürften einige Rentner die Infos doppelt bekommen. Doppelt hält eben besser. Kostet bloß auch doppelt. Aber immerhin bleibt der Datenschutz gewahrt. So, anhand der Namen wird geschätzt, ob die Leute alt genug sind, um geimpft zu werden. Das halte ich für eine hervorragende Idee, so wahr ich Heinz Wilhelm Ehring heiße. Zu den wenigen echten Gewinnern der Corona-Krise gehören ja die Supermarktketten. Die waren immer geöffnet, die haben richtig Kasse gemacht. Und weil das nicht reicht und weil sie noch mehr Kohle brauchen, bekommen das nun auch die Landwirte zu spüren. Gestritten wird über den Preis der Butter. Aldi argumentiert, der würde nach Weihnachten jedes Jahr um rund 10 Cent pro Kilo sinken. Doch die Bauern rechnen jetzt mit 60 Cent weniger pro Kilo und fühlen sich der Marktmacht der großen Discounter und der Molkereien hilflos ausgeliefert. Wissen Sie eigentlich, wie salzige Butter hergestellt wird? Das geht so. Die Sahne so lange aufschlagen, bis sich Klumpen bilden, durch ein Sieb streichen und von der entstandenen Buttermilch trennen. Dabei Tränen vergießen, weil man davon einfach nicht leben kann. Fertig. Oft decken ja die Preise, die die Bauern für ihre Waren kriegen, nicht mal die Kosten. Oder sie zahlen sogar noch drauf. Zum Beispiel kostet ein Kilo Schweinefleisch in der Produktion 6,95 Euro. Abgenommen wird es den Bauern aber für 1,19 Euro. Ja, man kann ja auch jederzeit billige Schweine aus dem Ausland importieren. Damit machen die Discounter noch mehr Gewinn. Es gibt Koteletts, die sind im Miles & More-Programm der Lufthansa. Die großen Supermarktketten sind so mächtig, dass sie den Bauern praktisch jeden Preis aufdrücken können. Und dann liest man wiederum, dass die Gewinnspannen des Lebensmittelhandels sich in den letzten 7 Jahren verdreifacht haben. Und zufälligerweise sind ja auch die Aldi-Erben Beate und Karl Albrecht und der Lidl- und Kaufland-Gründer Dieter Schwarz auf den ersten beiden Plätzen der reichsten Deutschen. Da kann man davon ausgehen, dass das harte Arbeit war. Für andere. Was jetzt nicht heißen soll, dass die großen Discounter kalt und herzlos sind. Nein, nein, pünktlich zum Start der Grünen Woche geben sie den Bauern sogar Tipps, wie sie mit ihrem knappen Geld über die Runden kommen können. Liebe Kunden, wir von der Vereinigung preisgünstiger Discounter haben nur ein Ziel. Ihnen die billigste Butter und Milch anzubieten. Und auf einmal kommen Milchbauern wie Hans-Jürgen Hansen hier und behaupten, durch unsere Preise würden sie pleite gehen. Tja, und deswegen sind wir heute hier, um Ihnen, Herr Hansen, zu zeigen, wie Sie mit ein paar pfiffigen Regeln noch mehr sparen können, damit wir Ihnen, liebe Kunden, unsere Tiefstpreise garantieren können. Na toll, oder? Nee, daran ist gar nichts toll. Wir wollen einfach nur für unsere Milch einen fairen Preis. Ja, genau. Und den wollen unsere Kunden erst recht. Und deswegen kommt für Sie hier unsere Discounter-Bauernregel Nummer 1. Ist der Bauer gut im Futter, braucht er selber keine Butter. Liebe Kunden, wie Sie sehen, ist unser Herr Hansen ja doch auch schon etwas beleibter. Da schadet es ihm nicht, sich mal die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Nicht wahr, mein lieber Herr Hansen? Nein! So bleibt mehr Butter für unsere Kunden und das bedeutet natürlich für Sie und uns bessere Preise. Discounter-Bauernregel Nummer 2. Musst du bei den Kosten sparen, ist es auch im Stall schön warm. Wir haben Ihnen hier ein schön mollig warmes Bettchen gebaut. So sparen Sie die Heizkosten für Ihr olles Bauernhaus und Ihre Tiere freuen sich über Kuscheleinheiten. Win-win! Und schon haben wir, liebe Kunden, den Preis wieder um 10 Cent gedrückt. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch. Oder wollen Sie etwa, dass dieses kleine Mädchen sich kein Brot mit Butter mehr leisten kann, nur damit Sie hier weiter in Saus und Braus leben? Was meinen Sie, was Futter, was Tierwohl, was ökologischer Umbau alles kosten? Ich will einfach nur zu fairen Preisen meine Milch produzieren. Aber Herr Hansen, warum denn selber produzieren? Kaufen Sie die Milch doch einfach bei uns im Discounter. Billiger kriegen Sie es eh nicht. Oh Mann, Wim. Ja, liebe Kunden, wie Sie sehen, stehen wir für Ihren günstigen Einkauf fest an der Seite der Bauern und helfen den Bauern, wo wir nur können. Denn was ist besser als super billig? Noch billiger.
Herr Hansen, was wird denn das? Ihr checkt's einfach nicht. Ich fahre jetzt los, um wieder vor eurem verdammten Lager zu demonstrieren. Aber doch nicht mit so einem teuren Trecker. Herr Hansen, immer dran denken. Willst du für den Kunden sparen, kannst du auch was Kleineres fahren. Ich habe auch noch eine Regel für euch. Macht ihr eure Bauern arm, legen wir das Lager lahm. Mach's gut, du Schnösel! Ein Film von Marieke Carstens und Henning Nasse. Nicht nur in den USA gab es einen Wechsel, auch an der Spitze der CDU. Meine Damen und Herren, der neue Parteivorsitzende der CDU heißt Armin Laschet. Ja, sein Sieg dürfte vor allem zwei Gründe haben, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Laschet wird nun also derjenige sein, der im September Markus Söder die Kanzlerkandidatur überlässt. Gut, man muss Laschet zugutehalten, er hat wirklich die beste Rede gehalten. Ich habe zwar durch diesen rheinischen Singsang irgendwie nach jedem Satz von ihm das Gefühl, gleich kommt ein Tusch und dann spielen die Höhner, aber Laschet weiß sich zu verkaufen. Es wurde ja richtig emotional in seiner Rede, um nicht zu sagen pilcheresk. Mein Vater war Bergmann. Bevor ich hier hergefahren bin, hat mein Vater mir seine Erkennungsmarke als Glücksbringer mitgegeben. Die Erkennungsmarke seines Vaters. Ja, das ist kein Einkaufswagenchip, liebe Leute. Das ist die Erkennungsmarke seines Vaters, der unter Tage gearbeitet hat. Und die gibt er seinem Sohn, weil auch dessen Arbeit oft unterirdisch ist. Das rührt zu Tränen, ähnlich wie dieser perfekt inszenierte Satz. Bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Und darauf können Sie sich verlassen. Na Gott sei Dank, wir können uns darauf verlassen, dass er Armin Laschet ist. Ich hatte schon Sorge, er nennt sich ab morgen Bruce Willis. Verloren hat wieder mal Friedrich Merz. Die Liste der Niederlagen von Friedrich Merz passt so langsam auf keinen Bierdeckel mehr. Wieder nur Zweiter. Er ist Bayer Leverkusen mit Geheimratsecken. Und das macht Merz zu schaffen. Das hat in ihm gearbeitet. Ja, das konnte er so nicht akzeptieren. Das hat man gemerkt. Und deswegen kam es ja dann kurz nach Laschets Sieg zu dieser seltsamen Push-Meldung. Friedrich Merz will Wirtschaftsminister werden. Kurz darauf, Friedrich Merz wünscht sich ein Pony. Das muss man sich mal vorstellen. Friedrich Merz pocht immer auf Leistung. Und dann hat er verloren und will als Ausgleich für die Niederlage ein Ministeramt geschenkt bekommen. Das ist, als würde Borussia Dortmund im Mai sagen, wir sind wieder nicht deutscher Meister, aber den DFB-Pokal würden wir nehmen. Angela Merkel hat direkt kühl verlauten lassen, sie plane keine Kabinettsumbildung. Damit ist das Thema vom Tisch. Und Merz ist auch schon wieder kleinlaut zurückgerudert und sagt, nein, nein, er wolle sich einbringen, wo auch immer. Und die Partei will ja auch keine Spaltung. Deswegen sagen auch alle, ja, wir wollen auch Merz einbinden. Wir prüfen, wo wir ihn einbinden. Natürlich werden wir Friedrich Merz einbinden, keine Frage. Angela Merkel soll am Wochenende im Baumarkt dafür auch schon mal 30 Meter Seil gekauft haben. Sie will das einbinden, persönlich übernehmen, vermutlich irgendwo im Sauerland. Der Parteitag hat viele CDU-Mitglieder aber auch sehr gefordert, denn es war ja der erste rein digitale Parteitag. Da wussten viele zu Hause gar nicht, wie mache ich das jetzt? Kommt das SCART-Kabel jetzt zuerst in das Faxgerät und dann an den Videorekorder oder umgekehrt oder wie oder was? Es war aber am Ende, muss man sagen, ein voller Erfolg. Unser Autor Tobias Döll war so inspiriert, er hat sogar ein Gedicht verfasst. Oder an die CDU. Fast leer ist der Saal zur Vorstandswahl, denn heute sehen wir uns nur digital. Nun sitzt der Delegierte zu Hause vom Router und denkt sich, oh, das Internet gibt's jetzt auch schon für Computer. Und kratzt dem Unionler vom Zuschauern der Po. Immer dran denken. Zusammenhalt ist auch für uns das A und O. Jetzt soll endlich Schluss sein mit Solotänzen. Jeder kann groß sein, jeder kann glänzen. Doch manch einer stößt bei der Technik an Grenzen. Mikro lautschalten? Herr Adams, Sie können sprechen. Zum Vorsitz stehen dann drei Herren zur Wahl. Wer wird es wohl werden? Es ist mir scheißegal. Irgendwie fehlt hier bei jedem der Clou. Wir sind ja alle in der CDU. Und während die drei um die Wette eiern, thront über allen der König aus Bayern. Tut so, als ob er sich mit allen freu und wünscht Sophie Sand schnell noch. Toi, toi, toi. Die CDU wählt Laschet ganz knapp zum Sieger.
Den vielen Merzianern ist es eher zuwider. Bald fliegen zwischen den Lagern die Fetzen. Denn Merz macht halt Herz und bietet an, den amtierenden Wirtschaftsminister durch sich selbst zu ersetzen. Der Friedrich mal wieder vom Ego gepackt. Und er hier denkt sich nur, ja, ich glaub, es hackt. Wird diese Union jetzt eine Einheit sein? Lasst mich kurz überlegen. Die Antwort heißt, nein. Und die Moral von der Geschichte? Ein guter Verlierer, der Merz ist nicht. Ja, wir reden nicht nur über Gewinner, nein, auch diejenigen, die rhetorisch schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz und Zuwendung. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu Friedrich Merz sagen. Der hat sich ja die folgende Stilblüte geleistet. Auch diejenigen, die sozial schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz und Zuwendung. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. Okay, auf jeden Fall hat er die Rede selbst geschrieben, das ist schon mal klar. Aber ich denke, er hat sich versprochen. Es war ein Lapsus, es kann doch gar nicht sein. Er ist ja ein Feminist, gar keine Frage. Friedrich Merz hat kein Problem mit Frauen, denn... Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das so wäre, dann hätten mir meine Töchter schon längst die gelbe Karte gezeigt und meine Frau mich auch vor 40 Jahren nicht geheiratet. Klar, er ist ein Vorkämpfer für die Gleichstellung der Frau, denn er hat Frau und Töchter. Harvey Weinstein ist sogar zum zweiten Mal mit einer Frau verheiratet und hat sogar 4 Töchter. Der größte Frauenrechtler aller Zeiten. Übrigens, Merz ist auch ein ganz großer Klimaschützer. Ja? In seinem Garten steht ein Baum. Und jetzt abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten von Boris Rosenkranz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Ah, richtig schöne Atmo bei der WM im Corona-Handball. Maskenball in Ägypten. Und gleich eine Matchabsage wegen infizierter Spieler. Das konnte ja auch niemand ahnen. Wenn man hört, da sind Fälle, da sagen die Leute sofort, jetzt platzt das ganze Ding. Haben wir doch schon vorher gesagt. Wie? Nee, wer sagt denn sowas? Das bisschen Virus sind doch alle ganz locker, hören wir. Da hören wir, dass sehr viele Leute ohne Mundschutz rumlaufen, dass sich sehr viele Leute ballen, dass sie an gleicher Stelle sind, dass es keine Abstandsregeln richtig gibt. Mensch, das klappt doch alles richtig gut. Mensch, wie kann man das machen, wo doch eigentlich die Welt stillstehen sollte? Mensch, das ist doch alles super durchdacht, von Anfang an. Corona-Chaos schon vor dem WM-Auftakt. Ägyptens mächtiger Präsident des Handball-Weltverbandes Hassan Mustafa wollte gar eine WM mit Zuschauern. Tja, und jetzt gibt's sogar WM ohne Spieler. Taschenspielerei in Schwerin, Trick 0815. Die Landesregierung gründet eine Umweltstiftung, die den Bau dieser umstrittenen Gazprom-Röhre absichern soll. Das ist ganz klar. Diese Stiftung ist ganz klar eine Mogelpackung. Quatsch, das ist Zauberei, um simsalabim Sanktionen der USA zu umgehen. Der Kniff also, die Stiftung lagert erstmal selbst dringend nötiges Baumaterial für die Pipeline ein, in einer Art Baumarkt. Sanktionen können ihr dabei nicht schaden. Ja, das freut den Vladi, so ein deutsch-russischer Baumarkt, bei dem sein Gazprom-Konzern schön mitbestimmt. Genial. Kann man nichts sagen, ne? Ich bin fest davon überzeugt, käme die Pipeline aus skandinavischen Ländern, wäre die Kritik nur halb so laut. Ja, warum nur? Ist doch ein lupenreines Projekt, diese Umweltstiftung. War sonst noch was? Ach ja. In Kiel hat ein Dieb ein Streufahrzeug aus dem Depot gestohlen, wurde von der Polizei entdeckt und versuchte ihr bei einer rasanten Verfolgungsjagd mit 15 km/h zu entkommen. Und dann ist der Dieb gegen das Polizeiauto gerast und gegen eine Ampel. Und dann ist er ausgestiegen und... Und konnte flüchten. Ja, in Kiel läuft's einfach richtig gut. Der russische Putin-Kritiker Alexei Nawalny ist von Berlin nach Russland zurückgeflogen. Und was soll man sagen? Nawalny wurde von Putin direkt standesgemäß empfangen mit offenen Armeen. Also die ersten Meter durfte Nawalny schon noch laufen. Erst an der Passkontrolle wartet die Polizei. Festnahme vor laufenden Kameras. Vom BER direkt ins Gefängnis. Geflogen war Nawalny übrigens mit der russischen Fluglinie Pobjeda, zu Deutsch Sieg.
Er ist dann gelandet auf dem Flughafen Scheremetjewo, zu Deutsch Scheiß auf die Menschenrechte. Für den Kreml eine knifflige Situation. Der Regierungskritiker ist nicht wie geplant gestorben. Jetzt kann Nawalny weiterhin ein sichtbarer Held sein für die Opposition in Russland. Und vor allem kann er Putins Partei bei der Duma-Wahl im Herbst gefährlich werden. Ich glaube, Putin hat vor allem Angst vor der Duma-Wahl. Und deswegen sagt er, geh Duma in den Knast. Schon einen Tag nach seiner Festnahme ist Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Da sieht man mal, wie schnell so ein Gerichtsverfahren ablaufen kann, wenn das Urteil schon vorher feststeht. Der Grund für die Strafe, Nawalny hat gegen Meldeauflagen der russischen Gerichte verstoßen. Ja, weil er in Berlin im Koma lag. Deswegen hat er sich nicht gemeldet und soll deswegen 30 Tage ins Gefängnis. Wie man hört, ist danach auch noch eine Haftstrafe von 10 Jahren wegen Falschparken vorgesehen. Auch wenn Alexej Nawalny mit seinen politischen Überzeugungen jetzt nicht unbedingt taugt zur Lichtgestalt, muss man sich ja doch fragen, einen Kritiker festzunehmen, weil er sich wegen einer Vergiftung nicht melden konnte. Was soll das? Und was ist da eigentlich schiefgelaufen im Leben von Wladimir Putin? Was lief schief im Leben von Wladimir Putin? Ist der russische Präsident wirklich so harmlos und lupenrein demokratisch, wie er immer tut? Spurensuche in seiner Kindheit. Schon früh zeigt sich, wo Putin einmal sitzt, da steht er so schnell nicht wieder auf. Und zur Not macht er dafür seine eigenen Regeln. Ey, Wladimir, du schaukelst jetzt schon seit 3 Stunden. In den Spielplatzregeln steht, dass man abwechselnd schaukeln soll. Ich schaukel doch abwechselnd. Erst vor und dann zurück. Ein sehr prägendes Erlebnis war es für den jungen Wladimir, als er im Fernsehen Leonid Breschnew beim Bruderküssen sah. Boah, sind die alle schwul oder was? Ja, da zeigte sich schon sehr früh seine ausgeprägte Homophobie. Ja, und er hat sich dann gesagt, bevor ich mein Land von lauter Schwulen regieren lasse, mache ich das lieber selbst. Folgerichtig beginnt der junge Putin daraufhin, seinen Herrschaftsbereich zu erweitern. Er besucht seine Schulfreundin Mascha und annektiert kurzerhand ihr Kinderzimmer. Herr Putin, der Wladimir hat mein Zimmer besetzt und alle meine Möbel aus dem Fenster geschmissen. Ist das wahr, Vladi? Nein, ich habe nichts gemacht. Ist alles nur Propaganda von der Mascha. Die hat ihre Möbel wahrscheinlich selbst aus dem Fenster geschmissen. Ja, und in der Situation hat Putin dann von einer anatomischen Besonderheit profitiert. Also er kann sein Gesicht auf ganz spezielle Art und Weise verzerren. Und zwar zu einer sogenannten Innocentia vultus proterva, zu Deutsch Unschuldsfresse. Die Erfahrung, dass man mit allem durchkommen kann, prägt auch Putins weiteres Leben. Zum Beispiel beim großen Dorfball. Putin und sein Klassenkamerad Igor wollen beide Mascha als Tanzpartnerin, bis Igor ganz zufällig eine Tafel Novi-Chokolade findet und umgehend probiert. Der arme Igor, der ist bestimmt überzuckert. Nein, das war Gift. Dann war es bestimmt der Westen, der ihn vergiftet hat. Naja, egal. Komm, wir gehen tanzen. Ja, und dann gab es noch so ein paar merkwürdige Unfälle. Zum Beispiel die Lehrerin, die Putin eine 5 in Mathe geben wollte und dann irgendwie in so ein Bärengehege gefallen ist. Dann der Giftgasanschlag auf Maschas schwulen Hamster. Putin hatte aber angeblich nie was damit zu tun. Also quasi wie bei den ganzen Oppositionellen heute. Der Tee schmeckt aber komisch. Na, egal. Ein Film von Dennis Gaub und Jesko Friedrich. Das war Extra. Jetzt kommt das Medienmagazin ZAPP mit aktuellen Bildern aus den USA. Bis nächste Woche.